Bei der Entwicklung von Software sind vier verschiedene Ebenen wichtig, von denen man auf die Programmieraufgabe blicken kann und auf denen man jeweils sehr spezifisch richtig oder falsch programmieren kann. Wir betrachten auf jeder Ebene typische Fehler, die man so machen kann. Das ist lehrreicher als die Abhandlung der formalen Regeln. Zuerst die unterste, die syntaktische Ebene. Jede natürliche gesprochene Sprache hat eine syntaktische Ebene und so auch jede Programmiersprache. Syntax setzt sich aus Rechtschreibung und Grammatik zusammen. Rechtschreibung ist insbesondere wichtig bei Schlüsselwörtern. Hier sehen Sie drei Schlüsselwörter, links falsch und rechts richtig geschrieben. Wichtiger Teil der Grammatik bei Programmiersprachen ist die Klammersetzung. Die Punkte deuten an, dass dazwischen noch andere Dinge stehen. Dies ist eine syntaktisch korrekte Klammersetzung. Ob sie Sinn macht, ist auf der syntaktischen Ebene irrelevant, das ist erst auf höheren Ebenen wichtig. Warum ist diese Klammersetzung syntaktisch korrekt? Weil diese Klammersetzung zwei einfachen Regeln folgt. Erstens gehört zu jeder öffnenden Klammer genau eine schließende Klammer und umgekehrt. Zweitens sind zwei Klammerpaare entweder nacheinander oder ineinander platziert, nie teilweise überlappend. Um genau zu verstehen, was das heißt, schauen wir uns eine Klammersetzung an, die gegen diese beiden Regeln verstößt. Diese beiden Klammerpaare sind weder nacheinander noch ineinander platziert, sondern überlappen sich teilweise. Zur zweiten schließenden Klammer im roten Bereich findet sich keine zugehörige öffnende Klammer. Und hier fehlt zur runden öffnenden Klammer die zugehörige schließende Klammer. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Syntax einer Programmiersprache ist die syntaktisch korrekte Verwendung der Konstrukte. Hier nur drei Beispiele. Die Vorschleife wird mit Schlüsselwort for eingeleitet, zwingend gefolgt von einem Klammerausdruck, in dem exakt zwei Semikolons enthalten sind. Bei der while-Schleife kommt ein Klammerausdruck ohne Semikolons nach dem Schlüsselwort while. Und bei der do-while-Schleife ist die Syntax noch etwas komplizierter. Zuerst Schlüsselwort do, dann der Schleifenrumpf, schließlich while und ein Klammerausdruck. Wir kommen zur nächsthöheren, der semantischen Ebene. Die Syntax ist die Struktur des Programms. Die Semantik ist die Bedeutung, also was das Programm eigentlich macht und bewirkt. Syntaxfehler findet und moniert der Compiler. Semantikfehler findet der Compiler nicht, sondern sie wirken sich zur Laufzeit durch Programmabbruch aus. Deshalb ist zum Beispiel dieser belebte Fehler auf der semantischen Ebene, Division durch Null. Das Programm bricht ab, wenn diese Division ausgeführt wird, da x Wert 0 hat. Genauer gesagt wird dann eine sogenannte Exception geworfen, die auch vom Programm gefangen werden kann, und das Programm läuft dann weiter. Aber solange wir Exceptions nicht behandelt haben, bleibt es beim Programmabbruch im Falle eines Semantikfehlers. Ein anderer beliebter Semantikfehler. Hier wird ein Array mit 10 Komponenten vom Typ int angelegt. Das heißt, dieses Array hat die Indizes 0 bis 9. Diese beiden Zugriffe mit Indizes 0 und 9 sind auch okay. Aber in diesen drei Zugriffen ist der Index außerhalb des Bereichs 0 bis 9. Jeder einzelne dieser drei Zeilen führt zum Programmabbruch. Ein drittes Beispiel für Semantikfehler: Zugriff auf ein nicht existierendes Objekt. Eine Variable vom Typ String wird zwar eingerichtet, aber nicht mit einem String-Objekt verbunden, sondern stattdessen wird der symbolische Wert 0 zugewiesen. Da kein String-Objekt existiert,
ist der Zugriff auf die Stringlänge ein semantischer Fehler, also wieder Programmabbruch. Jetzt die dritte, die logische Ebene. Logische Fehler sind Umsetzungsfehler. Man weiß, was das Programm eigentlich tun soll, aber durch einen Denkfehler beim Programmieren macht das Programm etwas anderes. Auch auf der logischen Ebene gibt es sehr beliebte Fehler, zum Beispiel der sogenannte Off-by-One-Error. Das heißt, man berechnet einen mathematischen Ausdruck im Prinzip richtig, vertut sich aber um 1. Ein anschauliches Beispiel für den Off-by-One-Error. Dies ist schematisch das Pixelraster eines Bildschirms. Die Weite W ist die Anzahl der Pixel horizontal, die Höhe H ist die Anzahl der Pixel vertikal. Schwarz umrandet ist die Pixelmenge eines einzelnen Fensters. Das linkeste Pixel des Fensters hat Koordinate L, das rechteste hat Koordinate R. Wie breit ist dieses Fenster nun in Anzahl Pixeln? Wer den Off-by-One-Error noch nicht gesehen hat, wird vielleicht spontan antworten R-L Pixel. Wenn Sie nachzählen, werden Sie aber feststellen, dass man sich mit dieser Antwort um genau 1 vertut. Das Fenster ist tatsächlich R-L plus 1 Pixel breit. Ein weiterer logischer Fehler aus der Praxis, und zwar aus dem englischsprachigen Raum. Für den Namen des heutigen Wochentages sind 8 Zeichen reserviert. An 6 der 7 Tage klappt das auch wunderbar. Nur mittwochs stürzt das Programm aus unerklärlichen Gründen ab. Dieser logische Fehler äußert sich konkret in einem semantischen Fehler, nämlich Zugriff auf unzulässigen Array-Index. Typisch für Logikfehler ist, selbst wenn Sie durch Programmabsturz zeigen, dass Sie da sind, sind Sie dennoch sehr schwer zu finden. In diesem Beispiel musste man erst einmal darauf kommen, dass das Programm immer nur mittwochs abstürzt. An den anderen Wochentagen kann der Fehler nicht reproduziert und damit auch nicht weiter eingegrenzt werden. Als ob es spuken würde. Die teuerste Fehlerart sind aber spezifikatorische Fehler. Das heißt, man hat von vornherein falsche Vorstellungen davon, was das Programm leisten soll oder unter welchen Rahmenbedingungen es laufen wird. Das wohl bekannteste Beispiel ist das Jahr 2000-Problem. In vielen Programmen wurden Jahreszahlen mit 2 statt 4 Ziffern kodiert, um Speicherplatz zu sparen. Im Jahr 2000 war das dann natürlich ein Problem. Der Fehler war, dass man glaubte, bis zum Jahr 2000 wären alle diese Programme längst außer Dienst. Waren sie aber nicht. Die zeitlichen Rahmenbedingungen wurden völlig falsch eingeschätzt. Noch ein häufig zitiertes Beispiel eines Spezifikationsfehlers. Standardsituation: Landeanflug eines Flugzeugs. Aber unter sehr ungünstigen Rahmenbedingungen. Nach dem Aufsetzen soll die Schubumkehr eigentlich das Flugzeug abbremsen. Die Schubumkehr war aber ein paar wertvolle Sekunden lang blockiert, sodass das Flugzeug über die Landebahn hinaus in einen Erdfall gerollt ist. Was war passiert? Nun, während des Fluges ist die Schubumkehr aus guten Gründen blockiert. Bei ausgefahrenen Radwerken wird permanent kontrolliert, ob die Räder Bodenkontakt haben, und dann wird die Blockierung der Schubumkehr aufgehoben. Genauer gesagt werden der Druck auf die Räder und die Drehgeschwindigkeit der Räder kontrolliert. Unter den ungünstigen Witterungsbedingungen an diesem Tag hat der Algorithmus aber nicht erkannt, dass die Räder schon auf dem Boden waren. Zum Abschluss das merkwürdigste Beispiel, von dem ich je gehört habe. So geschehen in einem interdisziplinären Forschungsprojekt. Aus Sicht der Anwender
sollte das Programm die Kommunikation nach außen unterstützen, also die Öffentlichkeitsarbeit. Gebastelt wurde aber an einem Programm zur Unterstützung der internen Kommunikation. Es hat etliche Monate gedauert, bis dieser Spezifikationsfehler endlich aufgefallen ist.